So, guten Morgen, willkommen zurück zu Binding of Isaac. Ich muss hier kurz mit meinem Kabel diskutieren. Kabeldiskussion beendet. Versuchen wir nochmal. Vielleicht schaffen wir es ja heute zum Devil. Nein. Hab's ja voll vergessen, Spaß. Ich habe sogar eine Bombe dabei. Was ist denn da drin? Pillen? Da ist. Nehme ich jetzt mal mit. Ob das klug war, weiß ich noch nicht. Ich habe auf jeden Fall schon mal ein Guppy-Item. Das ist gut. Und da ich das gleich am Anfang erhalten habe, ich jetzt rerollen können. Gut, dass mir das jetzt einfällt. Und nicht, nachdem ich es mitgenommen habe. Stell mir vor, ich jetzt mitgenommen, mir wäre es dann erst eingefallen. Das wäre voll dumm. Wobei, es ist am Anfang und ich bekomme noch ein paar Leben, hoffe ich. Nein, bekommst du nicht. Jetzt geh sterben. Neunmal. Könnte ich mir halt auch vorstellen. So, ich nehme an, da oben ist der Boss und nicht der Itemraum. Richtig. Okay, ich gehe jetzt mit dem Itemraum suchen. Und hoffe, dass da irgendein gutes Item drin ist. Gutes Item. Ja. Oh, ich krieg eine Batterie. Sehr gut. Vielleicht schaffe ich es heute, den Mega Devil. Oder den letzten Charakter, dem noch fehlt. Oder gibt es noch mehr Charakter? Ich weiß nicht. Es gibt dem. Oh Gott. Muss das denn sein? Muss das denn sein, habe ich gefragt. Offensichtlich ja. Ich sollte besser spielen, denke ich mir jedes Mal, wenn ich spiele. Ich habe letztens Solitär gespielt, habe gegen die KI verloren. Das Spiel hat keine KI, ich weiß, das ist der Witz daran. Au. Erstmal voll reinlaufen. Erstmal Schaden nehmen, Zeit wird's. Schon lange nicht mehr gemacht. Danke spielen. Oh Moment, da komme ich sogar ran. Ich habe sogar Bomben. Ich sehe nur keinen blauen Stein, weil alles so scheiße dunkel ist. Was ist denn da drin? Was bist du denn? Sticky Feet. Nee. Das war jetzt ein tolles Item, das ich definitiv haben wollte. Gut, dass ich die Items auswendig kenne und so. Ist hier noch irgendwo ein blauer Stein? Ich sehe es halt nicht so richtig. Ich glaube nicht. Aber ich könnte mal hier noch bomben und gucken. Und da schmeißen alle Bomben weg. Nein, natürlich nicht. Warum auch? Larry Jr. Ist der von meinen Sticky Feeds beeindruckt? Der ist tatsächlich beeindruckt davon. Sehr gut. Ist doch gar nicht so schlecht. Doch sind sie. Hätte stattdessen auch Damage Up oder sowas bekommen können. Oder ein Geheimraum, der... Geheimräumige Dinge hat. Muss das Blümmer mal sterben? Das wäre echt geil. Ja, das will ich definitiv nicht. Tier und Sotspeed ab. Schon besser, als wenn ich irgendwie 5 Münzen oder so bekomme. Oder 8, wie auch immer in diesem scheiß Dingsbums drin sind. Ist jetzt eher ungünstig, wenn ich da reingehen würde, glaube ich. Oh, Luck ab. Ein Glück habe ich das gefunden. Ah, Glück, kapiert. Zu viele Dinge, die mir hinterherlaufen. Das ist nicht gut. Oh. Da war noch Platz. Da hättest du doch 2 Gegner reinquetschen können dazwischen. Hallo? Ah. Der war so viel Platz noch so. Ich bräuchte jetzt erstmal eine Bombe, damit ich diese Kiste da aufmachen kann. Und ich bräuchte Fliegen. Das wäre toll. Aber Fliegen ist prinzipiell immer toll. Fliegen ist ja immer toll. So, wir machen erstmal die feuernden Feuer aus. Die feuernden Feuer. Schönes Wort. Und in der Kiste ist dann natürlich eine Bombe. Ich habe noch eine Bombe gewünscht. Die hast deine. Jetzt geh sterben. So, Itemraum. Wo bist du? Wahrscheinlich muss ich jetzt den großen Raum rechts noch machen. Oder du bist halt einfach nur hier oben. Das ist. Hey, eine Bombe. Ich hasse sowas. Weil man halt die nicht totschießen kann so einfach. Man muss immer ewig warten, bis sie rauskommen. Dann werden sie gleich wieder zurückgedrückt und... Leck mich einfach spielen.
Würdest du jetzt bitte mal sterben? Wieso ist da keine Bombending dabei, das explodiert? Dann käme ich auch noch in die Kiste ran. Oh, ich habe ein Herz bekommen. Was mich voll viel bringt, wenn ich nur ein Herz insgesamt habe. So, würdest du jetzt bitte mal sterben? Würdest du bitte mal? Danke. Shoppen. Vermutlich. Möglicherweise auch Greed, aber ich habe nur 4 Münzen. Das ist finanziell gesehen schwierig gerade. Ich kann nicht mal in den Shop gehen, mir was kaufen. Schrecklich. Spendet mir jetzt all euer Geld. Was ist denn da drin? Machen wir sie auf? Wir machen sie auf. Okay. 2 Münzen. Naja. Immer gerade schon nach. Monster ist easy. Gleich sterbe ich an ihm. Ich krieg das hin. Konzentration, dann schaffe ich das. Mit viel Konzentration schaffe ich es an Greed. So sieht Greed seit neuestem aus. Er hatte eine Gesichtslifting. Sieht man vielleicht an. Sehr viel Gesichtslifting, wenig anderes. Jetzt sein Gesicht sehr liften lassen. Okay, der Witz ist jetzt platt getreten, glaube ich. Dabei kann er gar nicht mehr treten, er hat nämlich keine Füße mehr. So lustig, so lustig. Er schießt mich doch, bitte. So. Wir gucken mal nach, was Devil im Angebot hat. Das war jetzt nicht so beeindruckend. Das da ist auch scheiße. Range plus Lag ab. Bin ich jetzt nicht so begeistert von, aber ich werde es wohl nicht nochmal rerollen können. Ich finde zufälligerweise noch ein Dingenskirchen, eine Batterie. Aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird das nicht stattfinden. Aber Luck ist ja auch schon mal irgendwie gut. Irgendwie. Bin mir nicht so genau sicher, was es mir bringt, aber so gut, ich weiß, was es bringt ungefähr, aber ich bin da skeptisch. Weil du halt meistens eh nicht die Sachen findest. Wenn du ewig viel Glück hast, findest du halt eh nicht die Sachen, die du jetzt bräuchtest, um das Glück zu nutzen. Na, jetzt schieße ich nur mit deinem Zahn. Na toll. Ich hätte das rerollen. Ne, es ist beides. Das andere wäre HP abgewesen. Das habe ich. Warum habe ich das nicht rerollt? Bin ich völlig scheiße im Kopf? Ja, bin ich. Ey, wieso habe ich das rerollt und nicht mitgenommen? Aha! Ich weiß nicht, was ich sagen will. Gehen einfach weg. So, Luck ab. Das heißt, ich schieße jetzt öfters Zähne, toll. Also alle 200 Jahre mal ein. Nee. Auch nicht. Fliegen, das wär's. Aber fliegen ist nicht. Hey, ich hab einen Zahn geschossen. Hast du gesehen? So alle 200 Jahre schieße ich mal ein. Das ist tatsächlich glückabhängig. Das Problem ist halt, dass mein Glück hier dafür viel zu niedrig ist. Ich hab praktisch nicht genug Glück! Hilfe! 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 Lass mich doch in Ruhe! Ich habe doch noch gar nichts getan. Jetzt habe ich doch gar nicht die Gelegenheit. Ich stelle mich vielleicht mal ein bisschen weiter weg. Ich hätte übrigens gern noch 2-3 Gubi-Items. Die möchte ich mal so anmerken nebenbei. Fick dich doch. Nein. Fick dich. Ach nein. Jetzt, muss denn das sein? Müssen jetzt auch noch Gegner aus den Gegnern kommen. Das ist doch nicht feierlich. Nein, nein. Nein, 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 nein. Das wollen wir mal schön lassen. Wirst du wieder sterben? Weil da vorne gab es noch ein Herz, oder? Hab's da noch ein Herz? Bitte sag ja. Ich bräuchte langsam mal irgendwas, was auch gut ist. Nein, gab's nicht. Okay. Weil, so ist das nicht gut. So ist das ziemlich scheiße. Der war knapp. Der war knapp. So, ich hätte jetzt gerne mal ein halbes Herz oder sowas. Ein HP ab, hätte ich danke. Das Problem ist, wenn ich jetzt nicht. Fick dich doch. Das ist so ein Kackraum, der komplett kacke ist.
Das war ein Kack. Wow. Ich vergesse immer, dass die schnell schießen und dann laufe ich weg und lauf fast. Danke. Danke, Spiel. Danke, wirklich. So, dann muss ich. Oh, dann muss ich da links durch. Fick dich, Spiel. Fick dich. Okay, hier sind es aber nur rote, in Anführungsstrichen. Oh, super. Ich weiß gerade, meine Lieben. Sehr gut, brauche ich nicht. Ist nie überbewertet. Wenn wir schon dabei sind, gehen wir da mal rein. Behalten wir noch eins. Wir haben es ja. Ja, komm, hier. Halt mir die Schnauze. Damit soll ich durch den Traum kommen, hoffe ich. Nein. Aber nur nein. Mal sehen, wie schwer es im Raum sein kann. Ja, so komme ich durch. Toll. Ganz toll. Großartig. Ich könnte glatt. Oh nee. Will ich einfach mal wegbleiben. Wo ist denn überhaupt mein Itemraum? Ich verlange meinen Itemraum. Ich verlange ihn sofort. Kannst du überstacheln? Ich weiß nicht. Klar kann er das. Das ist ein Gegner, der kann alles, was du nicht kannst. Komm schon. Na also. Leider nichts Nützliches aufgebombt. Oh, jetzt komm schon, wo ist mein verfickter Item? Da geht's zum Bossraum. Und langsam soll ich mal ein paar gute Items finden. Ah! Zum Beispiel Guppi-Items. Oder mal irgendwas, was Damage macht. Das wäre vielleicht auch ganz toll. Ja, wusste ich doch, dass da der alte Raum ist. Scheiße, auch wieder nur Müll drin. Irgendwas, das Cursed Eye oder so, was dann reroll ich und dann ist da noch mehr Scheiße und jetzt explodiert endlich mal einer. Okay. Nein! Aha. Warum müssen die auch immer schräg schießen? Leg mich doch. So, komm, geht mal sterben. Bevor ich wieder sterbe. Spinnt ihr oder was? Gutes, du Kackspiel. Brauch irgendwelche vernünftigen Items. Irgendwas, mit dem wir auch was anfangen. Habe ich vergessen. Kann. Toll, hier ist auch wieder nur Dreck drin. Erstmal Geld in den Automaten. Mehr wird es eh nicht mehr werden in dem Durchgang. Super. Nächste Items hier, Kack-Items da. Wär's mal mit zwei weiteren Guppi-Items, hm? Aha! Fick mich. Geht doch. Nee, geht nicht. Oh nee, nicht noch mehr von euch. Ich hasse euch so sehr! Ich weiß nicht mal warum, aber ihr seid so scheiß. Ja. Erst mit noch einem Guppi-Item so langsam mal oder zwei. So, dann verkaufen wir mal zwei Guppi-Items. Ja. Alles gut, ich muss ihn nur besiegen, ohne dass er mich trifft. Zweimal. Easy. Total einfach. Wie du spawnst Gegner. Was? Warum tust du das? Lass das. Schon der lasse er dies. Ich bin begeistert. Kann man es hören? Kann man meine Begeisterung hören? Kann man sie hören?
Das ist anmauen. Ach. Oh, die Leben sind dann auch unsichtbar. Oh. Du hast ein paar schwarze Herzen aufgesammelt. Oh, fick dich doch. Fick dich doch einfach nur. Hier jetzt mal ein gutes Item irgendwo. Ja, Räume ist irgendwo. Der Raum ist nicht klein, doch, er ist klein. In 2 Millionen Wasserdinger. Rumzell ist auch als klein. Ja, jetzt da ist gleich mein nächstes schwarzes Herz weg. Ja, toll. Oh, Itemraum. Finde ich wieder nett. Ist ja wieder nur Dreck drin. Wenn ich reroll, ist auch wieder nur Dreck drin. Oh, Bossraum, toll. Dich habe ich zwar nicht gesucht, aber trotzdem schön, dass du da bist. Schon voll das geile Boss-Item drin. Ist auch. Hier hast du Fleisch. Nein, Fleisch gibt ja noch Damage ab, oder? Was ich langsam echt gut mal gebrauchen könnte, irgendwas, das Schaden macht und nicht irgendwie, oh, oh. Passt schon. Mega fett. Da war ein Fass übrigens. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber da war ein Fass. Tatsächlich. Mag euch überraschen, aber da war ein Fass. Fassiges Fass. Ist das hier Fass? Moment, jetzt laufe ich schon für Mist zusammen. Willst du jetzt bitte mal sterben? Du sollst sterben, nicht ich. So. Jetzt kommt das Knifflige. Ihn töten. Hat irgendwas gespawnt, das sofort gestorben ist. Na toll, nicht mal ein blaues Herz drin. Leck mich, Spiel, leck mich. Leck mich. Ja, natürlich. Aber ich hab doch ein Schild. Das Schild ist für den Arsch. Stellen wir mal fest. Ganz objektiv. Stellen wir fest, das Schild ist voll für den Arsch. Stimmt, das hat keine Laserstrahlen geblockt, ne? Na toll. Aber es blockt normale Kugeln. Oha. Oha, lass das. Ich weiß halt nicht so genau, ob er jetzt schräg oder gerade schießt. Und mein Schild hilft mir halt nicht. Ich brauche übrigens noch 2 Gubi-Items. Wie sieht es denn damit auch nochmal aus? So, Schlüssel 1. Ja. Danke für nichts, Spiel. Danke für nichts. Muss ich auch mal für nichts bedanken, ne? Ich hatte noch ein halbes Herz. Gut, alles gut, so. Ich bin fest davon überzeugt, mit dieser Skillung, Equipment, reale Chance gegen Super... Nein, nicht wirklich. Ich habe hier nicht mal ansatzweise eine Chance. Ach, Gluten. Glutonie. Die hat Durchfall. Ach, komm schon, Spiel. Ich hasse dich. Hab ich das schon mal gesagt? Ich hasse dich sehr. Abgrundtief, so, Gubi-Item. Das ist kein Gubi-Item. Das sind verkackte Bomben. Die möchten wir auch nicht haben. Oh Gott. Ich dachte, das wären so. So, ich. Okay, ich mach das. Moment, ich hatte den Halo. Das heißt, ich habe 2 Herzen gehabt. Das heißt, ich muss. Das ist natürlich richtig. Das habe ich natürlich berücksichtigt. Ich wollte nur gucken, ob ich es auch berücksichtigt. Oder ob ihr auf meine Täuschung, meine Brillante reinfallt. So wie... Was? Was hat mich jetzt getroffen, bitteschön? Ich hab irgendwas Schaden genommen. Von was? War kein Gegner. Wer was anderes braucht, der lügt einfach. So, wie sieht's denn langsam mal mit dem Itemraum aus? Mit dem guten Item drin. So, überhaupt weg. Ich hab doch Schild. Das ist kein Itemraum, das ist Dreck. So,
So ein Dreck, ein Dummer. Großartig, was bekomme ich? Ein Herz. Ich hätte gern Fliegen, damit ich das Ladzeug, das war Lad, ne? Mit noch mitnehmen könnte. Das waren, glaube ich, 2 Herzen. Das wäre toll. Lalala. Mein Schild schützt mich aber nur vor Kugeln, nicht vor Gegnern direkt. Und ich kriege noch ein Herz. Mhm. So sehen Herzen aus. Bläst jetzt uns hier ab. Das sieht doch schon deutlich interessanter aus. Werden diese Räume jetzt aber nicht alle durchmachen. Aber ich würde gerne da oben eine Bombe legen. Vielleicht ist da der Geheimraum? Ist der Geheimraum? Nee, aber das ist bestimmt. Da ist er bestimmt. Fick dich. Ach. Das Spiel mir nichts geben will. Nichts, aber echt gar nichts. So, jetzt langsam soll ich mal ein paar Dinge erfinden. Ein paar Dinge finden, die Sachen so ein bisschen eskalieren lassen. Fehlt mir hier immer noch die Hermit-Karte. Oh, Moment, ich hab doch Schild. Ich hab doch ein Schild. Also langsam wird's besser. Richtig Schild. Ich vergesse es immer wieder. Schild. Habe ich schon das Schild erwähnt? Ich weiß nicht, vielleicht soll ich das Schild mal erwähnen. Ich habe nämlich eins. Blockt allerdings keine Laser. Aber nur Schüsse. Volles Billigschild im Prinzip. Nehmen wir mal das hier. Ich werfe noch ein Geld in den Automaten. Alles andere ist eh für den Arsch. Bist du nicht auch ein Boss? Scheinbar nicht. Zählt offensichtlich nicht als Boss. Geh mal ein Stück weg. Vorher gleich alles explodiert und ich dann wieder tot bin. Was natürlich noch nie passiert ist, aber es könnte ja. Das Problem ist, ich sehe jetzt nicht, was ein Guppy-Item ist und was nicht. Und au. Hier ist natürlich wieder scheiße, das heißt, ich weiß nicht, was ich mitnehme. Oder ob ich rerollen sollte oder. Sowieso überhaupt. Also das Splash Damage hat meinen Schadensoutput schon gut nach oben getrieben. Au. Ich hab's vergessen, ja. Steinigt mich doch. Was ist da? Ah, diese verfickten Augen da überall. Ach, leck mich. Du musst jetzt bitte mal sterben. Danke. Und du droppst. Was droppst du denn? Ich hab keine Ahnung, was du droppst. Schubspiel plus Damage ab. Okay, das geht. Was mich jetzt zum Itemraum bringt. Und zu noch einem Herz vielleicht. Herz wäre toll irgendwie. Was? Was hat mich da jetzt wieder getroffen? Ich verfliege da. Fick dich doch. Verfliege. Fache. Ich habe ein Schild, das schwinge ich rum. Oh, Itemraum. Da ist ein Itemraum. Was ist denn da drin? Da ist. Was zum Rerollen drin? Speed plus Range up. Okay. Was ging jetzt mit dem ab? Keine Ahnung. Ich möchte mir das Herz noch holen, auf jeden Fall.